Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde RimWorld. Natürlich mit mir, eurem Sunny. So, es geht hier weiter. Wir bauen endlich mal dieses Stück hier oben soweit fertig. Jetzt habe ich ja die Stützen da. Jetzt müsste ich doch eigentlich den Schmarrn hier abreißen können. So. Hier wollte ich eigentlich nochmal so ein. Ah, das geht nicht. Ich kann hier nicht nochmal so ein Ding hinsetzen, wenn ich hier die Türen haben will. Das ist ja doof. Wollte ich hier eigentlich nochmal. Oder. Nee, Quatsch, das passt genau. Das war's. Ich habe festgestellt, das passt genau. So rum. Wurde da ein Schuh draus. So, sehr gut. Irgendjemand wird sich dann zwar darum kümmern müssen, dass wir mal Steine nachkriegen, aber zum Glück haben wir in irgendeiner Zwischenphase so viel Granit hierher getragen, dass das schnell gelingen sollte. Und Sparkles stellt mal ein Set. Ach ja, ein paar Staubmäntel, richtig. Ein paar Staubmäntel wollte ich haben. Ich erinnere mich. Spectago hatte ich jetzt verboten, dass sie mitarbeiten sollen, weil wir davon einfach so viel rumliegen haben. Oh, wir brauchen Fleisch. Wir brauchen Fleisch, damit wir Vorratsessen haben ein bisschen. Das wäre gut. Die Alpakas vermehren sich nicht wirklich gut, ne? Sind denn unsere Tiere wenigstens schwanger? Nee, auch nicht. Da ist jetzt hier hinten ja, glaube ich, das Zeichen, dass das Alpaka schwanger ist. Aber immerhin, wir haben jetzt schon mal vier Alpakas. Na was mit dir? Ich dachte, der hätte hier eine Wunde, aber das ist eine Markierung. Einfach nur. Braun. So. Und so, okay. Denke mal, da sollten sie ein bisschen beschäftigt sein, die alle zu jagen. So, hier können wir mal die Bäume wegnehmen, damit in dem Lager auch was stehen kann. Und er hat geschossen. Wo denn? Ach so, oben. Wahrscheinlich ja hier. Combo. Ja gut. Combo ist ja mit 70% zum Glück nicht so langsam, wie ich ja zwischendurch befürchtet hatte. Ist ja tatsächlich noch ziemlich gut unterwegs. Also Schmerzen 18%. Wodurch kommen die? Ach, die Bindegewebsmechaniten, richtig. Bewegen ist verbessert. Was? Wie kann das sein? Bewegen ist bei 127%? Mit dem zertrümmerten Bein? Was? Ist das so krass, der Effekt von dem Spektago-T? Das ist so merkwürdig. Okay, wir müssen mal darauf achten, wie das aussieht. Wenn der Spektago-T nicht wirkt, weil dann wäre der Spektago-T ein bisschen sehr über. Also dann würde ich eventuell vermuten, dass da ein kleiner Bug drin ist. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es beabsichtigt war, dass der so stark sein sollte. Ich bin mir jetzt auch noch nicht sicher, ob es das ist. Das müssen wir halt uns angucken. Aber wenn ja, das würde ich wagen zu bezweifeln,
dass das die Intention war. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Komm, gehen wir hier gleich alles in Auftrag, was wir hier erreichen können. Zack. Und dann müssen wir natürlich hier auch wieder raus. So. Okay, prima. Ja, ja, Lial, mach mal. Aber wir haben jetzt auch ein bisschen Fleisch da. Also Lial könnte an sich auch kochen. Wieso kocht sie keine leckere Mahlzeit aktuell? Achso, jetzt wird sie es machen. Ja, ja, okay, jetzt ist sie dabei. Gut. Ich lasse mal schnell laufen. So, vor euch liegt schon. Ich glaube, wir haben jetzt auch 9 Räume und 9 Personen. Das heißt, gerade ist tatsächlich ausgeglichen. Böden, mehr Böden. Ich mach das hier auch alles mit den Holzbohlen. Zack. 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 Forrest hat Nahrungsmittelvergiftung bekommen. Grundeinfache Mahlzeit. Kann irgendjemand einfache Mahlzeiten aktuell machen, der nicht gut darin ist? Üppige Mahlzeiten, nett. Ist noch irgendjemand unterwegs, der bereit ist, tatsächlich zu tragen? Mach doch mal Hauling. So. Wo ist denn das hier wieder rum, bis du X ist? Koche einfache Mahlzeit. Der schießt da ja zusammen. Koche einfache Mahlzeit. 7 bis 20. Also 7 dürfte eigentlich normalerweise, dachte ich, nicht mehr für eine Lebensmittelvergiftung sorgen. Ich dachte, das wäre ab 5 wäre das vorbei. Hm. Vielleicht nicht. Gut, dann machen wir leckere Mahlzeiten ab 10. Und irgendjemand, dem hatten wir ja Kochen tatsächlich zugestanden. Genau, der hat auch eine 5, aber dann kann der eigentlich keine einfachen Mahlzeiten machen. Der könnte ja eigentlich in erster Linie nur schlachten. Was macht der denn da? Dörrfleisch. Das habe ich mit 5 erlaubt. Gut, ich erlaube das mal mit 5. Was war das? Eichhörnchen rächt sich? Kannst du vielleicht mal auf deine Schusswaffe wechseln? Nee, nicht essen. Tragen. Ups. Wieso hatte der denn die Fernkampf? Ach so, weil das Eichhörnchen ihn angegriffen haben wird und dann ist er in den Nahkampf gegangen. Dann hat er auf die Nahkampfwaffe gewechselt und damit war er kein Jäger mehr. Oh, ist das doof. Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen dann. Foreyes. Foreyes ist reine Nahkämpferin, wenn ich mich nicht irre, ist nämlich Raufbold. Bingo, die bräuchte mal eine gute Nahkampfwaffe. Ist das hier ein überlegener Speer? Mal nicht schlecht. Sieht doch gut aus. Schnapp dir doch mal das Ding. Was hätten wir denn sonst so noch für den Nahkampf? Stahltaschenmesser, 4,96. Was haben wir hier? Granitknüppel. Oh nein!
würde sagen, sonst sehe ich doch nichts. Ah, doch, ich wollte probieren bei Four Eyes, ob sie die EMP-Granaten raufbolt, wäre verärgert. Okay, nein, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Schade. So, aber wir hatten, glaube ich, auch noch ein Präzisionsgewehr. Genau, da müssen wir jetzt mal gucken. Lial hat bisher eins. Wollen wir Falke eins geben? Dann, weil er steht ja damit dann sehr weit hinten. Ich denke, das wäre sinnvoll. Weil Falke ist zwar nicht gut und würde halt auch schnell umkippen, aber andererseits, ihm halt ein Scharfschützengewehr zu geben, macht halt Sinn, weil da ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass er getroffen wird, auch geringer. Und Senmi trinkt gerade einen Spektakel-Tee, genau. Apropos, Combo. Erwischen wir Combo vielleicht mal einen Moment? Nee. Jetzt, wo ich denen gesagt habe, hey, nehmt mal immer zwei Spektakel-Tees ins Inventar, sind die natürlich auch immer auf Spektakel-Tee gerade. Ah, was natürlich mega ist, weil das halt super geile Boni gibt. Außer Lial, die mag kein Spektakel-Tee anscheinend. Faszinierend. Warum auch immer. Voreis auf Spektakel-Tee. Combo auf Spektakel-Tee. Tranka auf Spektakel-Tee. Auf Spektakel-Tee. Der nicht, okay. Alle meine meine Teesüchtigen hier. Aber, huch! Ah! Der ist angegriffen worden von einem. Von einem Bären. wer kann den heilen? Beziehungsweise einschläfern? Wer war mein Spezialist für Tierpflege? Hams. Hams, du gehst mal. Ja, retten. Retten ist nicht ganz das, was ich jetzt an der Stelle machen werde, aber hey. Dann müssen wir mal gucken, dass irgendein Arzt den guten... So, wer sind denn unsere Ärzte? Ganz kurz. Wir haben Char. Und wir haben Tranka. Richtig, Tranka ist unser neuer Arzt. Sehr gut. Ich würde sagen, Char sollte lieber die Erfahrung sammeln. Und... Er soll ihn operieren. Hams, was machst du da? Füttert das Vieh. Hä? Was geht hier ab? Okay, Shark kümmert sich jetzt drum. Nein, jetzt macht Zenby. Was? Okay, egal. Ich hab's jetzt nicht ganz begriffen, aber okay. Zenby ist Arzt? Ja, tatsächlich. Okay, hat Zenby halt ein bisschen Erfahrung dazu gekriegt. Auch gut. So, wie sieht's hier jetzt aus? Wir brauchen wahrscheinlich ein verrücktes Tier. Ein Wildschwein. Okay. Da ist uns wahrscheinlich relativ egal, es sei denn, es schafft es halt wirklich, hier unten rumzurennen. Die Chance ist nicht allzu hoch. Ein bisschen aufpassen müssen wir halt trotzdem. So. Ich sollte unbedingt dann hier Wege anlegen. Überfall. Ach, schon wieder? Wir haben auch keine Ruhe, ne? Stammesmitglieder. Ja, bitteschön. Die müssen sowieso hier wieder durchlaufen. Das heißt, wir haben entspannt Zeit eigentlich. Wir können einfach warten. Das ist... Ich glaube, wir bekommen ja noch mal eine Meldung, wenn sie sich dann tatsächlich in Bewegung setzen. Oh, das ist ja angenehm. Four Eyes liegt extra. Das heißt, unser Raufbold, der einzige Fernkämpfer... Ah, was wir mal machen sollten, solange, sicherheitshalber. Alle sollen im Schutzgebiet bleiben. So, jetzt starten sie ihren Angriff. Dann kommt ihr alle mal hier runter. So. Dann verteilen wir euch mal hier. Lial, dahin. Falke, dahin. Char.
Tranke hat noch gar keine Waffen, okay. So, Tranke, was konntest du denn nochmal? Vielleicht sollte ich einfach auf ihren Charakterporträt klicken. Oh, Raufbold, Mann. Okay, dann schnappst du dir das Ding da. Im Moment so, und dann den Iqua ausrüsten. So, erster Toter. Es werden mittlerweile echt viele Leute, die uns da attackieren. Okay, da ist jetzt jemand umgekippt. Oh, Schar ist verletzt. Krass. Ist das gerade frisch? Nee. Einfach nur ein Schnitt mit dem Kurzbogen. Okay. Sie fliehen, okay. Oh, könntet ihr aufhören, mitten in eure Gruppen reinzuschießen? Du bist doch garantiert jetzt durchs Gewehr verletzt worden. Ja, na klar. Das war so klar. Okay. Wir haben genug Verletzte. Ihr macht euch mal auf den Rückweg. So, dann sagen wir mal, wir haben hier Leute, die wir gefangen nehmen können. Combo, du nimmst den da gefangen. Und dann war hier noch irgendwo jemand. Da. Hams nimmt den da gefangen. Den hier? Ja. So. Und dann die Beschränkung machen wir mal so. Combo ist, darf da natürlich rein. Wer darf da noch rein? Aktuell Char und Sparkles, glaube ich. So, okay, wer... Dann wird Tranka jetzt allerdings... Huch, Tranka hat noch kein Bett? Oder, hä, warum ist Tranka denn da eingeschlafen? Hä? Tranka hat doch hier ein Bett? Das verstehe ich nicht. Richtig gemütlich? Warum pennt die da? Boah, beerdige die mal bitte. Du hast damit angefangen und du machst damit bitte auch weiter. So, Char sollte lieber behandelt werden. Fangen. Tranka, du machst doch mal hier bitte die Behandlung. Das hat doch mal jetzt mal echt höchste Priorität. Der geht hier nämlich auf, wäre nämlich sonst jetzt auch fast draufgegangen. Wie sieht's mit dem aus? 11 Stunden, okay. Also was mir am wenigsten gefällt, ist, dass er sich hier bald, wenn es nicht weiter, wenn er nicht behandelt wird, eine Infektion einfangen könnte. Das finde ich eigentlich gerade am negativsten. Wo rennst du denn hin? Hä, wieso willst du schlafen? Hä? Erholung ist doch mega. Wieso will die dauernd schlafen? Ist gerade Schlafenszeit? Liegt das noch da dran? Eigentlich ist sie gerade vorbei. Hier, pass auf. Also das da ist definitiv höhere, größere Priorität gerade. Ehrlich gesagt, der ist größere Priorität. Und danach ist hier... So, okay, gut. So, da gucken wir mal, ob die auch sich lohnen würden. Oh. 74%. Jetzt ist die Frage, will ich den auch haben? Psychopath. Ist in Ordnung. Psychisch taub. Unerschütterlich. Alter, der ist unkaputtbar. Der ist doch unkaputtbar. Dem muss doch alles egal sein.
Merkwürdig. Ja, 31% die erste Zusammenbruchschwelle. Ist schon mal nicht schlecht. Der wird eine Menge. Gut, der bekommt halt keine Boni aus sozialen Angelegenheiten, ne? Klar. Das ist natürlich logisch. Aber ansonsten, ich würde sagen. Tiere, Medizin. Gut, er kann halt leider keine einfache Arbeit machen. Aber wir müssen dann halt einfach was für ihn finden. Ist okay. Notfalls wird er halt einfach die ganze Zeit dazu angehalten, für uns irgendwas zu erforschen. Wieso liegt denn jetzt Hams und Lial hier? Die haben doch hier oben Betten. Ist das denen zu weit weg, oder? Das habe ich noch nie erlebt. Okay, dann erstmal Beschränkung wieder. Die beiden hier alles außer Fallen. Dann kommen jetzt hier das hier. Sie alleine müsste damit gut klarkommen eigentlich. Wie sieht es hier aus? Auch 74%, auch nicht schlecht. Verweigert nichts, schon mal gut. Optimist, mega cool. Psychisch hochsensibel, das ist natürlich nicht so nice. Das bedeutet halt, wenn so eine Phänomene sind wie dieses psychische Schiff oder so ein psychisches Brummen, wird sie halt voll davon getroffen. Aber was für Werte? Was für Werte? Kann mehrere Sachen sehr schnell lernen. Ist gut im Kochen, Landwirtschaft kann sie super gut werden, Bergbau ist sie nicht schlecht, kann richtig gut werden. Anwerben, wir brauchen mehr Räume. Wir brauchen dringend mehr Räume. Gut, dass wir schon mal angefangen haben zu bauen. So. So. Und was nehmen wir da noch? Nehmen wir Rot. So. Ja, super. Okay. Gut. Und hier sind auch schon die meisten Sachen weggetragen mittlerweile. Alles sehr gut gelaufen. Also der Angriff hat sich für uns sehr gelohnt tatsächlich. Wir haben 2 potenzielle Mitglieder bekommen. Sehr cool. Okay, dann heißt es jetzt auch schon wieder eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Sunny.